Oben war jetzt niemand, ne? Scheint das neue Lüftchen zu genießen. Na. Und dann bleibt es nicht einmal drinnen. Magst nicht flüchten, ha? Pokémon-Weg kann man sich echt gut entspannen. Was? Oh, entschuldige bitte, ich bin weggedöst. Ich bin ein Trainer-Coach, willst du gegen mich kämpfen? Ja? Na schön, dann mal los. Trainer-Coach sollte immer stärker sein. Und wie viele Pokémon hat er mit? 3. Na wenigstens was. Der liebe Kakara. Sollte er mein Apollo schaffen. Beziehungsweise ich schaue einfach nach. Ich vergift. Oh mein Gott, der kann mich anpacken. Sandama. Okay, da werde ich aber wieder Turtok einwechseln. Wenn wir was Siedewasser machen, weil der Surfer animiert wieder so lang. Aber im Surfer ist er fix tot. Also beim Siedewasser auch. Ja, du bist echt stark. Was kriegen wir als Belohnung jetzt? Hat das einen Spaß gemacht? Hier, damit kannst du bestimmt was anfangen. Schlagbohrer, was war das noch schnell? Du verstaust es, dann steckt ein Schlagbohrer. Das ist eine bohrende Attacke mit Hochvolltrefferquoten. Ja, schon, aber was war das für ein Typ? Ich bin ein Vollidiot. Ein riesengroßes Bonita, was nur darauf wartet, in unseren Pokéball rein zu dürfen. Ich setze gegen dich sicher kein Hyperball ein, aber auf keinen Fall.
Ist auch egal, ob du abhaust oder nicht. Bleibst du jetzt drin, du verdammte Sau? Oder flücht wenigstens, wenn du schon nicht drin bleiben willst. Aber du nicht blöd, da immer rein, raus. Beim dritten Mal hupst du immer raus. Ja. Nanabären, also Nanabären, na endlich einmal wieder. Aber Silberne, die hebe ich mir auf. Kann nicht schaden, mal ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Evelyn. Ich mach Spuckball. Aber wenn ich einen Step drauf. Das war ein harter Kampf. Du gewinnst. Juhu, drei Pokebälle. Danke, den will ich nicht. Cool eigentlich, da haben wir... Du bist ein gutes oder ein böses Kind. Ich bin genau in der Mitte. Ich hab alles. Das Yin und das Yang. Was mache ich jetzt gegen das Vieh? Da wäre fast Donnerblitz das angepassteste, weil vielleicht wäre sie dann paralysiert. Und setzt vielleicht aus. Spezialangriff steigt stark. Bringt da nichts mehr. Oh ja, wer hat Top-Genesung gemacht? Er hatte die Kohle. Man muss doch mal Top-Genesung machen, mein Freund. Aber ich werde diesmal Psycho-Genesung machen. Du bist ein außerordentlich gutes Kind. Gibt es denn hier keinen fashion Typen mit einem niedlichen Pokémon im Schlepp da? Oh ja, da gegenüber, da steht genau das, was du möchtest. Alt, kurz vorm Tod und stinkreich. So, ich muss mit Spuckball den weghitten. Yes. Ulnona. Ach komm. Oh, bitte jetzt nicht verbrennen.
als Dummy. Da holen wir uns wieder Apollo rein. Ich muss jetzt nur schauen, ob es Dummy Wasser und Psycho ist oder nur Wasser. Das sind so Sachen, die weiß ich halt leider einfach nicht mehr. Wasser und Psycho. Das heißt, wir sind mit Spuckball auf der besseren Seite. Habe ich etwa laut gedacht. Sprühdose, Superschutz. Ja, machen wir es gleich, den Vulpix. So, gutmütig wie du aussiehst, sollte meine Chancen nicht schlecht stehen. Lass uns das bei einem Kampf herausfinden. Heidi. Wir machen wieder einen Spuckball einfach weg. Normalerweise, das soll sich ausgehen. Dieser Knosp. Ja, scheiß an, bleiben wir auch drin. Das wird da nicht viel bringen. Sogar Volltreffer war das. Wir werden trotzdem Psychokinese machen, zum AP-Spann. Nudelhof. Das war gegen Fee noch schneller. Lalalala. Ich schummel nicht. Ich habe mir da einen Zettel hergeckt, weil das mit den ganz neuen Fee. Gift natürlich und Stahl. Pokémon wechseln. Ja, Gift haben wir leider keine Attacke, außer Toxina, das will ich Ihnen auch nicht beibringen. Stahl haben wir nur ihm. Wohl falls Alpollo noch irgendeine Giftattacke irgendwie lernen sollte, werde ich es ihm wahrscheinlich beibringen. Statt Finsteraura oder so, weil wir haben eh. Wir haben eh eine ziemlich gute. So, Evoli. Habe ich mich wohl geirrt? So, zuerst gehe ich einmal nach rechts rüber. Wo natürlich jetzt gleich nichts mehr ist, wahrscheinlich. Genau. Passt. Wo hat er dann... Wo hat er dann sein Gebiss verloren? Im Wasser ist gestanden. Ja. Okay. Ich versuche mal darüber. Kann ich jetzt eigentlich hergehen? Beutel? Nein, natürlich falsch. Team. Kann ich Turtok aus dem Pokéball holen?
Okay, ich habe es gedacht. Aber wir haben da einen Stern, du. Selbst wenn es zerstückelt wird, kann sein Körper immer wieder regenerieren, solange es sein Kernstück unversehrt bleibt. Wieder ein Stern durch. Kamera rutscht doch. Was macht die Kamera? Ich bin immer weiter unten, ich sitze dort, wo ich noch sitze, und runterrutschen tue ich auch nicht so viel. Mach mal das Stern, das hier, Arena. Für den können wir einen Hyperball einsetzen. Kapator, jetzt platscht da hin. Okay. Also müssen wir das anders angehen. Beziehungsweise von der Zinnoberinsel. Also mal zur Zinnoberinsel schwimmen von Alabaste aus. So, dann werden wir nachher wieder Rizeros ein bisschen trainieren. Weil Feuer-Pokémon sind immer dein Vorteil. Wir haben zwar Turtok, aber der ist sowieso stark genug. Ich will nur Rizeros jetzt nochmal gescheit testen. Und wir werden nach Alabastia mal fliegen. Nein, bessere Idee. Oh, da werden wir hergehen, ins Kraftwerk. Kraftwerk werden wir machen. Aber das ist die Frage. Ohne Stärke, ob wir hinkommen. Ich schaue noch ganz schnell einmal was nach. So, wir müssen nach Fuxania City. Also sind wir da falsch. Weil ich will zuerst Stärke haben, bevor ich Zapdos holen gehe. Haha, Zapdos. So, und so bin ich kurz im alten Spiel. Hängen blim. Himmelsritt. Und tschüss. Ah, wer ist denn da? Jetzt haben wir extra den Go-Park besucht, weil es hieß, dort würden wir hoffen, dass wir seltene Pokémon finden.
Vielleicht hätten wir uns vorher über diese Sache mit der App und der Verbindung schlau machen sollen. Jedenfalls gut, dass wir von da oben abgehauen sind. Diese ganze neuartige Technik macht mir Angst. Hier muss doch irgendetwas geben, das sich in Zaster verwandeln lässt. Dunk, ouch. Was ist das, Flix? Das Ding, mein armer Fuß. Oh, das ist doch bestimmt ein Schatz oder so. Lass uns das Teil ausgraben. Unfassbar, du hattest recht. Ein golden glänzender Schatz. Moment mal, Nikita, was ist denn das? Ein goldenes Gebiss? Ein Gebiss? Zeig mal, das kann doch gar nicht... Du hast recht. Das kann es noch so funkeln und aus Gold sein. So. Das ist doch widerlich. Bah. Ach was, der Knips, was schleichst du hier rum? Warte, antworte nicht. Ist mir nämlich egal. Nimm lieber das hier. Geht aufs Haus. Ist das nicht nett von uns? Jetzt lass uns in Frieden. Wir sind nämlich beschäftigt. Ganz genau, wir haben super viel zu tun. Außerdem will ich mir die Hände waschen. Los, kratzen wir die Kurve. Da, nein. Nicht so schnell, sonst geht dir die Puste aus. Ich wollte dem Alten sein Dings zurückgeben. Schwimmer ernst. Oh, Dratini, also er hat gar kein Wasser-Pokémon. Kommt mir ein Drachen-Pokémon daher. Haben wir da was dagegen? Gut. Mir soll es ja recht sein. Doch, ist mir kalt. Da rinnt ihm der Rotz aus der Nase raus. Nein, Hyperheiler, wenk den Scheiß. Obwohl, da ist ja noch der eine Gegner, weißt du was, den machen wir noch. Vor dem Schwimmen muss ich mich aufwärmen. Und dann gehen wir uns heilen. Dann holen wir uns Stärke, oder holen wir uns zuerst Stärke, schauen wir mal, ob ich es gleich finde. Stami. Das ist so praktisch, dass wir mit der Rizeros da komplett falsch. Ja komm, ich hol die wohl hier rein. Mach mal Quälzone. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Den anderen ist kalt, den ist wieder warm. Das ist es nicht. Das heißt, wir gehen zuerst heilen. Evoli, das Mini-Viech und allen anderen.
Aber jetzt komm bitte. Du warst das nicht, oder? Nein. So ein Bild, seine Familie, genau. Da war der Koga. Da könnte das sein, oder? Das ist er. Pfui, der ganze Sand knirscht so eklig zwischen den Zähnen. Aber sei es drum. Danke, du hast mir echt auf der Patsche geholfen. Niemand hat auch nur ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. So peinlich war mir das Ganze, dass ich mich nicht mal auf die Arbeit getraut habe. Ich nehme das für deine Mühen. Das Safari-Set. Ah. Und weil du es bist, bringe ich dir obendrein noch etwas Nützliches bei. Und zwar die geheime Technik Wuchtstoß. Was sagt man dazu? Sieht aus, als würde dein Pokémon die Technik am liebsten gleich selbst erlernen wollen. Naja, für mich ist das gehupft wie gesprungen. Dann bringe ich sie eben deinem Pokémon bei. Seid ihr soweit? Okay. Man stößt doch manchmal an Orten wie Höhlen auf große Blöcke wie diese hier, stimmt's? Jetzt haltet euch fest, mit ausreichend Wucht ist es nämlich möglich, sie zu verschieben. Der Trick an der Sache ist dieser. Einfach die Zähne ganz fest zusammenbeißen und dann mit aller Kraft schieben. Ja, ist denn das zu fassen? Dein Pokémon hat Wuchtstoß gleich auf Anhieb erlernt. Es ist echt nicht auf den Kopf gefallen. Dicta. Du hältst dein Nugget von Dicta. Ein Nugget? So. Genau, ich wollte auch noch, bevor ich jetzt noch was schaue. Im Pokémon Go Park ist klar, aber gibt es die Safari-Zone noch? Wie es damals war? Also. Na, gibt es nicht mehr. Schade. Ah, Safari-Hut. Brillen. Werden wir jetzt auch ablegen. Ich mag die Brillen nicht mehr sehen. Kleidung. Safari-Shirt. Und... Ablegen. Prost. So, und jetzt wir. Schutzlabos wechseln. Kopfbedeckung. Safari. Maka Team Rocket Mitglied mehr sein. Oberteile. Safari. Das gibt's ja nicht, jetzt bin ich schon mit dem Kinn. Jetzt reicht's. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, es wird nicht besser. Was soll ich tun?